So, damit herzlich willkommen zurück. Mir ist tatsächlich gerade eingefallen, was ich gestern noch mit Essen sagen wollte. Mir fehlt Ahornsirup. Ich habe tatsächlich jetzt am Samstag vergessen, Ahornsirup für die Pfannkuchen zu holen. So richtig schön dunklen, kräftigen Ahornsirup. Da stehe ich total drauf. Ja. Ah, wir gucken uns die Palms Harvest Craft Mod ein bisschen näher an. Was man da so alles an Fressalien inzwischen machen kann. Ein bisschen was hat sich geändert. Ein paar Sachen sind gleich geblieben, zum Glück. Vor allem sieht man da jetzt, was für ein Problem wir haben. Wir haben nämlich noch gar keine Erdnüsse. Immer noch nicht. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich denke, ich werde. Ich weiß nicht. Eventuell das nächste Mal, wenn ich aufnehme, das ist halt für euch noch anderthalb Wochen. Ich hoffe, ich denke bis dahin auch dran, dass man das braucht. Eventuell gehe ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen in der Umgebung auf Reise und suche nach Gärten, in der Hoffnung, dass da Erdnüsse drin sind. Und ich werde bis dahin hoffentlich auch nachgucken, was für Gärten wir brauchen, weil es gibt ja verschiedene. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen. Oh Gott, sind die Sachen kompliziert. Moss schaue ich nach. Ja, also wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ich suche etwas. Ich weiß noch nicht was. Ah, Peanut Butter Jelly Time. So. Ich habe keine Ahnung. Ach so, es kann sein, dass ich gucke, wann den Schenkeln? Keulen. Keulen. Keulen sind das. Von diesen Fressalienkeulen, welche da ganz gut sind. Und wir fangen an, die Küche zu bauen. Tatsächlich. Hätte ich schon fast vergessen. Wir bauen tatsächlich, wir haben angefangen, die Pam's Harvest Craft Küche zu bauen. Dann können wir nämlich demnächst. Ich glaube, wir müssen nochmal auf Reisen gehen, damit wir dann anfangen können, richtig zu kochen. Und was man da alles für braucht. Ich glaube eh, dass ich zu dem Zeitpunkt habe ich doch noch gar nicht genügend Eisen. Das habe ich doch für die Spitzhacke und so schon ziemlich verbraucht. Na gut, man kann ja immer erstmal schon mal machen, alles machen, was man machen kann und was man braucht. Dann kann man schauen, was noch von Ressourcen fehlt. Würde ich sagen. Steine. Und Holz. Ach so, ja. Rührschüssel und Mörser und Stössel. Bruchstein. Ja. Ja. Ich habe eindeutig nicht genügend Eisen. Aber so hinten und vorne nicht genügend Eisen. Ja, das sind Bruchsteine. Oh Gott. Wenn ich da jetzt noch länger stehe, schneide ich es kurz raus. Okay, vielleicht auch doch nicht. Ich bin mir, glaube ich, etwas unsicher, was ich mache. Stein und. Ja. Ach so, ich warte jetzt tatsächlich darauf, dass es komplett einmal durchläuft. Um Gottes Willen. Ja, das ist einer der Sachen, die halt bei Minecraft, wenn man es noch nicht mit Trichtern und so weiter etwas automatischer macht, echt am Anfang etwas mühsam sind. Wenn man das Ganze erstmal, wenn man die XP zum Beispiel nicht mehr so dringend braucht, kann man unten einfach einen Trichter dran peppen und es dann einfach durchlaufen lassen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Aber.
Das ist jetzt im Moment noch etwas schwierig, weil einfach die Ressourcen, vor allem vom Eisen her, noch etwas zu knapp sind. So. Aber das warte ich doch jetzt nicht komplett noch ab, oder? Nee, gut. Brav. Was mache ich jetzt? Ah, die Jute endlich anpflanzen. Und mit der kann man ja, wie heißt's? Leder, also künstliches Leder machen. Ja, man sieht das am Anfang nicht ganz so gut. Ja, da ist noch nix. Ja, da habe ich versehentlich einen hin. Ja. Eins, zwei, drei. Das. Ja, der kommt da weg. Ich habe tatsächlich den Baum da nicht abgerissen. Na gut. So, wir haben ein bisschen Stein gemacht. Mal gucken, ob es reicht. Habe ich schon Ton? Nein, ich glaube tatsächlich noch nicht. Weil den brauchen wir ja auch gleich. Theoretisch kann man es auch mit Netherstein machen. Allerdings wird das, glaube ich, noch schwerer als mit Ton. Und noch ein bisschen Holzkohle, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Ja. Die mal wieder wegräumen. Okay. Ah, Druckplatte. Und ein Entsafter. Jetzt haben wir schon drei Gerätschaften. Es wird doch langsam. Was fehlte denn jetzt noch? Ich glaube, es sind insgesamt sechs Sachen. Ja, genau. Wenn ich das richtig sehe, sind das auch immer noch? Nee, es sind acht Sachen. Verzeihung, es sind tatsächlich acht Sachen. Okay. Oh, um Gottes Willen. Das muss ich tatsächlich nachgucken, weil ich mir nicht 100% sicher bin, wie man sieht. Aber dafür gibt es ja diese schöne Liste hier auf der Seite. Genau dafür. Ah. Die Form war richtig, nur dass die Mitte nicht ganz gestimmt hat. Passiert. Ah, okay. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ah, jetzt habe ich vier Stück davon gebaut. Okay. Ja, das kommt jetzt erstmal da in die Ecke, aber das ist ja auch kein Dauerzustand da drin. Das ist ein bisschen. Ja, es schaut total bescheuert aus. Also die Regale sind total super. Vor allem für die Küche, weil man dann einfach genau gucken kann, welches Kochunterziehen braucht man gerade. Und dann einfach mit. Gott, ich mache das so intuitiv. Ich glaube mit Rechtsklick. Das dann einfach rausholen kann. Super praktisch. Oh, Entschuldigung. Bin gerade ans Mikro gekommen tatsächlich. Ja. Gut, dass man sowieso nicht alles unbedingt immer braucht. Manchmal kann man auch ein bisschen zu viel machen. Notfalls kann man es immer noch in Lava schmeißen. Als wundervoller Mülleimer. Jo. Was tue ich da? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade versucht habe zu bauen. So, überhaupt keine Ahnung. Genau, dafür brauche ich Eisen.
dass ich schon wieder weggeräumt habe. Sehr schlau. Ja, manchmal verstehe ich selbst nicht so ganz, was ich da treibe. Ha. Okay, eine Bratpfanne können wir uns schon mal machen. Und... was? Bratpfanne? Kasserolle? Was? Ich habe nie auf den Namen von dem Ding geachtet. Das ist doch so ein Soßentopf-Dingsbums. Ich habe keine Ahnung, wie man diese Dinger tatsächlich nennt. Hm. Ah, ein Findet Nemo. Huch. Oh, das war ein Findet Nemo. Hm. Tschüss, Nemo. Was tue ich da? Ah! Was braucht mir denn gerade? Ton. Und inzwischen ist Ton ja nicht mehr so extrem selten. Zum Glück. Das war vor allem auf den Servern immer so eine Sache, weil das in der... Wir hatten tatsächlich eine Farmwelt. Und, es war tatsächlich so, dass Ton, wenn man es wirklich gebraucht hat, innerhalb von kürzester Zeit aus dieser Farmwelt weg war und die zum Teil der Gebiete auch geresettet haben. Das war schon cool. Ja. Ach Gott, das war ja eine riesige Ader. Aber gut, wenn wir es jetzt holen, dann brauchen wir es später nicht mehr. Mit dem Quaken der Ente da im Hintergrund. So. Erinnert mich ein bisschen an Donald Duck. Und Dagobert Duck. Oder Onkel Scrooge. Im Englischen heißt er tatsächlich Scrooge. Wie aus dem, aus der Weihnachtsgeschichte. Also er soll tatsächlich so ein Griesgraben-Geizhals sein. Und im Laufe der ganzen Comics und Videos und so weiter kommt so langsam raus, dass er total nett ist. Ich mag den irgendwie. Ich finde ihn voll putzig. Mit seinem Riesentresor. Ich habe sogar DuckTales als Jump'n'Run-Computerspiel-Neuauflage. Also wer Jump'n'Runs mag... Es ist zwar relativ einfach, weil ich bekomme es hin. Das ist ein guter Indikator dafür, dass es sehr einfach ist. Aber es ist schön gemacht. Es ist tatsächlich einfach schön gemacht. Okay. Was? Ja gut, das mit den Ziegeln braucht jetzt einen Moment. Bis wir die Form machen können. Und dann müsste uns eigentlich nur noch Eisen fehlen, oder? Irgendwas fehlt doch noch. Also wir machen jetzt die Einzelteile für die Backform. Mal gucken, ob ich das sehe. Doch, irgendein Topf fehlt noch. Fehlt der normale Topf? Kann das sein? Wir haben einmal so einen Soßendingsbums. Karamelltopf, bla. Und dann müsste eigentlich nur noch der normale Topf fehlen. Der hat aber, glaube ich, relativ viel Eisen gekostet, wenn ich mich richtig erinnere. Blattgrün. Okay. Ah. Auch etwas, was demnächst dran kommt, sobald wir das machen können. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen. Wobei ich tatsächlich jetzt in der Zeit, wo ich immer mal wieder kurz auf dem Server war, die Dinger auch mit abgeerntet haben, weil das doch recht lange dauert, bis die wachsen, dementsprechend. Aber so brauchen wir zumindest keinen Zucker. Und können uns Honig-Sandwiches machen. Ja, das sind sogar 9 Stück, okay. Oder? Ne, waren 8. Ja, damit haben wir die auch. Und ja, es fehlt der Topf. Okay. Was, wir brauchen noch Eisen. Habe ich das in der Folge noch geholt? Das kann sein. Ah! Die Treppen sollte ich vielleicht wieder mitnehmen.
Hier ist es inzwischen fast vollständig glatt. Ja. Wir haben ja inzwischen die Eisenhacke. Oh, um Gottes Willen. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich nichts an... Also, dass ich tatsächlich Hunger im Spiel habe. Das, ja. Wenn man erstmal richtiges Essen hat, dauert es auch zwar ein bisschen länger, bis man was gegessen hat, aber zumindest, ja. Mache ich das tatsächlich jetzt schon? Oh. Oder gib mir einfach nur das Ding auf den Keks. Ich habe mich dann am Ende doch dafür entschieden, nur eine Sorte an Beeren aufzustellen. Weil man sonst so viele angebrochene Stapel, ja doch Stapel hat. Und das ist ein bisschen, ja, kann sehr nervtötend werden. Zumal das durch diese automatische Sortiermod nicht ins Inventar reingezogen wird, wenn du das eine leer hast, glaube ich. Ah. So. Und die Sachen wieder wegräumen. Bitte denk daran, sie wegzuräumen. Achso, das mache ich jetzt gleich tatsächlich. Oh. Okay. Überraschung. Ja. Lass ich tatsächlich nur auf das eine, oder? Ich hatte tatsächlich Angst, die Idee, die ich mit diesen Teilen habe, würde nicht funktionieren. Aber es funktioniert tatsächlich. Also die Konstruktion, die ich da für diese Naturabüsche habe, dass die nicht unendlich weitersprießen, funktioniert erstaunlich gut. Ihr werdet es dann noch sehen. Wir waren aber schon bis ganz runter, oder? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Doch, wir sind schon bis... Ha! Aber das Golderz, was wir jetzt noch nicht ganz so sehr brauchen, aber... Oh! Höhle! Viel Höhle. Ich habe natürlich nichts mitgenommen. Ah, es hat funktioniert, sehr gut. Ja gut, das Loch kann man dann noch zumachen. Zumindest, dass man da nicht runterfällt. Das wäre auch so eine Sache, die mir automatisch passieren würde. Wenn ich da keinen Schutz hinmache, dann matte Plums. So. Da kann jetzt nichts mehr wirklich so runterfallen. So, wir haben hier noch Eisen. Das nehmen wir auch gleich mal mit. Ja. Das ist eh eine etwas größere Eisenader. Ja. Sehr gut. Da blubbert's. Okay, ich sehe das tatsächlich auch mit der Einstellung nicht. Da fehlt da hinten einfach ein Stückchen Karte. Und wir können die auch endlich abbauen. Pling. Mit dem wundervollen Gluggern unten drunter. Da kommt mir die wundervolle Schnellreise-Idee. Ja. Tup. Noch mehr Eisen? Da geht's ja noch weiter. Oh, das war eine wirklich deutlich größere Ader. Hat sich gelohnt. Da geht's ja noch weiter. Wundervoll. Das darf ich dann gleich alles wieder zuschütten. Ja. Und ich glaube, ich habe die Erde vergessen. Verdammt. Das ist aber auch immer so eine Sache, die ich gerne mal vergesse, wenn ich rumbuddle und eigentlich was zum Zuschütten mitnehmen möchte und es dann einfach nicht tue. Ja. Passiert. Puh. Das ist, kreiselig. Ich glaube, das ist der beste Ausdruck dafür.
Okay, erstmal aufräumen. Denke ich dran, dass ich Erde mitnehmen möchte? Ja, sehr gut. Ich habe dran gedacht. Ja. Ah! Ich habe Lava gehört, also nehmen wir den Sicherheitseimer mit. Sehr sinnvoll, wenn man in der Nähe von Lava rumdackelt. Ah. Wir graben uns ein Loch. Ein ganz tiefes Loch. Loch, Loch, Loch. Der Schnellreisetunnel. Und es geht wieder tief in die Erde rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gepasst hat, da unten mit dem Loch, was wir da weitergemacht haben. Ja, und wieder Spitzhacke. Oh, da sind die, okay. Wir graben uns in ein Loch, in ein ganz tiefes Loch. Das ist, au! Oh! Ja, gut, okay. Da muss ich was drumherum bauen, sonst wird es nämlich echt problematisch. Weil wenn du da runter hüpfst und irgendwie vom Weg abkommst, dann kannst du dich hier echt verdammt wehtun. Oder einfach sterben. Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also wenn man irgendwie Ausblicke oder so machen möchte, sollte man auf jeden Fall zumindest, ja, wie heißt's, Glasscheiben hinmachen. Das hilft ungemein. Oh, hier kippen wir wieder zu. Auch wenn es da blubbert. Ja. Genau. Und da unten jetzt noch Wasser rein. Nee, es reicht eins tief. Und das ist total bescheuert, was ich da mache. Schaut eher aus, als ob man da aufs Klo geht. Immer ist eh gleich wieder weg. Und damit haben wir auch eine Bremse für den Fall. Ja. Es ist doch tatsächlich ganz praktisch. Weil man dann zumindest die Wendeltreppe runter nicht so häufig gehen muss. Man hört die Lava plätschern. Ah. Da oben ist das eine Erz wieder. Erz. Okay. Ist aber nicht Minecraft-eigen. Ah, jetzt kommt die Chose wieder mit dem ich versuche wieder gleichmäßig einen Raum zu erschaffen. Ja. Ja, ich und mein Symmetriewahn. Das ist so manchmal echt unpraktisch. Vor allem, wenn man irgendwas fertig kriegen muss. Zum Beispiel Schriftstücke mit Tabellen drin. Und man die Tabelle wirklich perfekt hinkriegen muss und dann da übelst dran hängen bleibt. Weiß nicht, ob das noch mehr Leuten so geht, aber das passiert mir des Öfteren mal. Wenn irgendetwas nicht so passt, wie es soll, dann wird so lange an diesem einen Detail rumgebastelt, bis es nicht mehr geht. Ja. Ach stimmt, wir haben das Wasser jetzt gerade ausgeleert für den Schnell... für die Schnellreisemöglichkeit. Hm. Nett ausgedrückt. Ich glaube, für nach oben gibt es tatsächlich nicht so eine schöne Möglichkeit, außer diesem wundervoll schwindelerregenden Kreis. Immer im Kreis und immer wieder. So, nehmen wir ein bisschen Wasser mit. Wir haben kaum Hunger. Okay. Na gut, wir sind nur gelaufen. Und damit war es das auch schon wieder.